So, hallo Sabine. Also, eigentlich ist es ganz simpel. Du klickst hier, da wo diese zwei Felder sind, einfach in das eine rein und dann kannst du hier oben, dass er dir noch eine Zeile darunter setzt. Achtung, ich klicke da jetzt mal drauf. Siehst du? Und das machst du jetzt ein paar Mal, je nachdem, wie viele Leute du einfügen willst. Und beim ersten brauchst du ja nur eine Zeile, deswegen markierst du dir das und sagst ihm hier, es soll bitte die Zellen verbinden. So, jetzt hast du nur eine Zeile. Dann machst du einen Tab und schreibst dein, also mit der Unterstelle hier festgehalten. Und dann kannst du reinschreiben und kannst dann hier dein Bild reinsetzen und die E-Mail-Adresse. Und was du zu viel hast, kannst du ja mit dem roten hier wieder löschen. Das mache ich jetzt ja auch gleich, weil wir es nicht mehr brauchen. Raus. Immer da, wo der Cursor ist. Löscht er dir jetzt dann diese Zeile. So. Also ich habe jetzt alles drin, nur bei Martina kriege ich das mit dem Bild leider nicht hin, so wie du jetzt geschrieben hast. Da kommt eine Fehlermeldung. Das konnte ich jetzt halt nicht machen. Das musst du dann, wenn es irgendwie wieder geht, nachtragen. Und ich habe mal bei Petra noch Ansprechpartnerin draus gemacht. Hofft es so recht? Genau. Alles klärchen. Tschüss!